Arokolton Hannes, Scheidung 6 Monate nach Heirat. Die Ehe hielt nur 6 Monate, Arokolton Hannes hat tatsächlich die Scheidung von Ehemann eingereicht. Erst im letzten Oktober gaben sich Schauspieler und Autor das Ja-Wort. Katasjan Maimakris Jena, 62, verheiratete die beiden sogar höchstpersönlich. Das Paar soll sich erst in der letzten Woche getrennt haben, bleibt damit der Geschwindigkeit treu, die er in der letzten Zeit in allen Liebesdingen an den Tag gelegt hatte. Denn erst 2016 outete er sich als schwul, ein Jahr danach verlobte er sich mit und heiratete ihn schon 6 Monate später. TMZ will wissen, dass am Dienstag die nötigen Papiere bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht hat, um schon bald wieder offiziell Single zu sein. Die Trennungsgründe sind nicht bekannt, der Den Wolf Star schrieb aber via Twitter, Jeff würde mich nie betrügen. Er ist wundervoll. Bitte hört auf, gemein zu ihm zu sein. Dabei hatte das Paar doch erst vor einem halben Jahr die Traumhochzeit Hollywoods gefeiert. Gemeinsam mit Sofia Vergara, 45, Mamanganilo, 41, und Kelsea Clinton, 38, ließen es die frisch gebackenen Eheleute so richtig krachen. Schwärmte damals nur einen Tag vor der Hochzeit auf Instagram über, ich liebe ihn über alles und ich fühle mich gesegnet, ihn bald meinen Ehemann nennen zu dürfen. Denkt ihr, die beiden finden doch wieder zusammen?